Juan Miró, 75-jährig, einer der großen Poeten in der Kunst der Gegenwart, ein beharrlicher Taucher in die Abgründe des Unbewussten, ein Mann, der von seinem weltweiten Ruhm kein Aufhebens macht. Unberührt von seiner Umwelt setzt er seine Zeichen für Liebe, Gebären, Töten und Sterben. Unberührt von allem schreibt er, wie ein chinesischer Weiser, die geniale Kalligraphie seiner Welterfahrung. Juan Miró, der schweigsamste Mensch. Ein Maler, der nichts mehr verabscheut, als über seine Malerei zu sprechen. Glücklicherweise schrieben einige seiner Freunde ein paar seiner Gedanken auf. Sonst wüssten wir nichts darüber und hätten auch keine Aussicht, etwas von ihm selbst zu erfahren. Johann Sebastian Bach, er gibt mir großartigen Architekturunterricht. Aber Mozart beschwört die Liebe herauf mit seiner Reinheit, seiner Großzügigkeit und der Schlichtheit seiner Liebe. Sie alle verhelfen uns dazu, dass wir unter so viel Niedrigem und Gemeinem leben können. Ich begnüge mich damit, Bilder und sinnliche Empfindungen mit größtmöglicher Genauigkeit und ohne Hintergedanken zu messen. Was man mir über dieses Vorgehen sagt, lässt mich vollkommen kalt. Die Wandlungen, die in meinem Bewusstsein vorgehen, geschehen ohne mein Wissen. Ich werde von Ereignissen geleitet, die vor mir liegen. Ich nehme sie erst später wahr. Und sie verpflichten mich, so zu handeln, wie ich handle. Ein Bild ist das Erzeugnis einer Selbstentäußerung, auf die man nie mehr zurückkommt. Man muss die Gesellschaft bekämpfen, sei sie bürgerlich oder aristokratisch. Man muss sich jeder Gesellschaft widersetzen, auch derjenigen, die erst im Entstehen begriffen ist, wenn sie uns Forderungen stellt und uns ihr Wesen aufzwingen will. Für mich hat das Wort Freiheit noch einen Sinn. Und ich werde es um jeden Preis verteidigen. Es ist Sonntagmorgen. Die Stätte von Miros Taten und Leiden ist ein Atelier, das ihm sein berühmter Landsmann Sert vor 10 Jahren erbaute. Es steht unweit von Palma auf Mallorca. Darüber, neben der Windmühle, die das Wasser schöpft, das Wohnhaus, ein sehr bürgerlicher Bereich. Die Treppe führt hinab in das Gehäuse seiner Meditation. Überall sind die Hilfsmittel seiner Poesie verteilt. Miros Stierplastik steht neben einem Stier der mallorquischen Volkskunst. Ein Kürbis steht stellvertretend für die phallischen Kulte der Griechen. Miros Hand hätte ihn formen können. Das alte Atelier verbirgt 100 angefangene Leinwände. Er sieht sie alle schon fertig vor sich. Und der Stier der Phönizier erwidert seinen Blick. Miro betrachtet ein Objekt und verwandelt es in seiner Fantasie in einen Bronzevogel. Miro sucht in seinem 400-jährigen Garten die Seele der Pflanzen und den Sinn der Dinge. Den gefundenen Sinn überträgt er auf seine Plastiken, die magische Idolos sind. Miro, der den Stern des Lebens, die Sonne, als Symbol trägt, fühlt sich als Narbe des Rades. Für ihn ist es das Weltenrad, und ein Ochsenkummet ist ihm ebenso schön wie eine gotische Kathedrale oder eine seiner Plastiken. In seiner Ästhetik sind alle Dinge gleichberechtigt. Kürbis und Plastik. Plastik und Miro. Miro, der einst seiner seltenen Lächeln aufsetzt. Der Tod liegt auf der Mauer. In einem Maultiersattel erkennt Miro den Türbogen seiner Lieblingskirche in Barcelona.
Beunruhigt von seinen vielen unvollendeten Leinwänden sucht Miro immer wieder den Wind in seinem Garten auf. Miros Stern dreht sich über dem Haus. Wieder ist Miro das Zentrum. In der Ebene vor Palma drehen sich hunderte von Miros Sternen und ziehen das Wasser aus dem Boden, so wie er die Magie aus den Dingen zieht, um sie in poetische Metapher umzusetzen. Barcelona. Die alte Hauptstraße zerschneidet das Herz der gotischen Altstadt. In der verborgensten Kammer dieses alten Herzens, die Passage de Credito. Hier wurde Miro am 20. April 1893 geboren und hier verlebte er seine Jugend und viele spätere Jahre. Zu den ersten Eindrücken, die ihn beschäftigten, gehörten die vielen kindlichen Ritzzeichnungen an den Wänden. In diesen Graffiti fand er die ersten stilisierten Zeichen für Gefühle, Wünsche, Triebe. Sie sollten seiner Tragik Heiterkeit geben, seiner Dämonie Ironie und seinem Surrealismus Grazie. Das ist eine Kinderritzzeichnung und das ist ein Miro. In der Zuneigung zu den Graffiti berührt er sich mit dem von ihm hochgeschätzten Paul Klee. Man könnte ihn ja überhaupt einen katalanischen Klee nennen. Nur wo Klee seine Dämonen domestiziert, lässt Miro sie los. In Miros späterem Werk wimmelt es nicht nur von Graffiti-Erinnerungen, sondern wir finden jene pathetischen Riesen wieder, die in Barcelona am Fronleichnamstag herumgetragen werden. Sie stellen die Helden der musulmanisch-christlichen Geschichte Kataloniens dar und schritten lange durch die Fantasie des jungen Miro. Von ihren Albträumen erholte er sich auf den nahen grünen Ramblas, die die sommerliche Hitze erträglich machen, wo sich die Papageien ihre schrillen Neuigkeiten zurufen. Alle Vögel bauten ihre Nester in Miros Bildern und brüteten rätselhafte Junge aus. Den entscheidenden Anstoß zu seiner Kunst aber erhielt Miro von einem katalanischen Genie, von Antonio Gaudi. Die Türme seiner Sagrada Familia wiesen Miro den Weg. Die geschwungenen Dächer der Torhäuser des Parc Güell machten seinen Geist frei und beweglich und hoben die Gesetze der Logik auf. Die einfachen Farben der Keramiken beeinflussten ein Leben lang seine Palette. Die aus den Kacheln entstandenen Zeichen wurden auch die seinen. Gaudis Fantasie zündete im Herzen Miros. Den geologischen Ursprung der phallischen Türme von Sagrada Familia fand Miro dann im nahen Montserrat. Er wurde nicht müde, sie zu bewundern. Die Heiligen an der Kathedrale von Tarragona, die prachtvollen, festen, eleganten Türme, die Straßenschluchten, die zu den Portalen führen, lenkten seine stets sprungbereite Aufmerksamkeit zu den spröden Heiligenbildern der katalanischen Romanik. Das ist das Dorf Montreuil. Roter Berg, etwa 30 Kilometer südwestlich von Tarragona. Hier hatte der Vater Miros, ein wohlhabender Goldschmied, einen Bauernhof gekauft. Der junge Miro sollte seine schwache Gesundheit an der frischen Landluft stärken. Später baute sich Miro dieses Atelier. An der Wand das Auge des romanischen Gottes der Katalanen. Der 22-jährige Miro. Darüber die geflochtene Sonne des Landes. Zwischen Montreuil und Paris wird Miro sein ganzes Leben teilen. Hier entstehen fast alle bedeutenden Bilder. Der junge Miro probiert die Stile der Malerei um 1915.
Er ist ein katalanischer Fauve. Expression ist ihm alles. Er tut sich schwer. Die Malerei gibt sich zähe. Und vorerst bezwingt er sie mit Genauigkeit, Ordnung und Hartnäckigkeit. Dann setzt sich seine Persönlichkeit durch. Starkfarbig, von der strahlenden Sonne Van Goghs geblendet. Seine Aggressivität banalisiert den Realismus. Er verachtet jede Zärtlichkeit, betont das kräftige Gerüst eines Körpers, der nicht zur Umarmung, sondern zur Verteidigung geschaffen ist. Er erholt sich von solchen Kraftakten in poetisch verklärter Idylle. Dann durchsetzt er seine Poesie mit fester, kubistischer Struktur. Ohne das Gesicht seines Modells zu zerstören, rhythmisiert er die Schultern mit kubistischen Facetten. Den gestickten Hocker malt er dagegen im Stil eines freundlichen Naiven. Das frühe Meisterwerk und das Resultat aller Versuche ist ein Bauernhof aus dem Jahre 1922. Hemingway, der dieses Bild zugleich kauft, findet in ihm alles vereint, wonach er sich sehnt, wenn er das Wort Spanien hört. In einem gleichzeitig entstehenden Stillleben malt Miró seine heiterste kubistische Paraphrase. Aber schon ein Jahr darauf findet das Halluzinative seinen Weg in Mirós Bilder. Die Bäuerin kommt auf ungeheuren Füßen daher, den Füßen eines Erdgeistes, Wurzelsymbole. Eine Katze erheitert die dumpfe Szene. Es ist eine Pariser Katze, die sich im gleichen Jahr vor Mirós Atelier sonnt. Er hat die Metropole der Malerei aufgesucht und wohnt in der Cité des Fusains auf dem Montmartre. Er befreundet sich mit Picasso, der ihn zeitlebens für ein großes Kind hält, und trifft mit den Surrealisten und Dadaisten zusammen. Vor allem die Dadaisten unter Arps Einfluss beeindrucken ihn sehr. Paris bestätigt ihm die Richtigkeit seines Weges, fort von der sichtbaren in eine innere Welt. Dieser Bauernhof enthält eine Summe von Metaphern. Sie alle werden ausgelöst, wenn Miró das Wort Bauernhof hört. Ein Baum, der ein Ohr hat, sein Wachstum zu hören, ein Auge, es zu sehen. Kaum hat Miró die Meisterschaft surrealer Verwandlung erreicht, verzichtet er auf alles, was er bisher tat. Er sagt dem herkömmlichen Bild den Kampf an, um es radikal zu zerstören. Aber er wird es keinesfalls bei dieser Zerstörung belassen. Auf ihr will er sein neues Bild errichten. Er sagt: Manchmal erfasst mich die Panik eines Reisenden auf unerforschten Pfaden. Ich kämpfe gegen sie mit der Strenge und Disziplin meiner Arbeitsweise. Dann kehren Vertrauen und Optimismus zurück und geben mir wieder Auftrieb. Die Strenge und Disziplin, von denen Miró vor 40 Jahren sprach, bestimmen auch heute seine Arbeitsweise. Um der Farbe so nah wie möglich zu sein, trägt er sie mit dem Finger auf. Er braucht die lebendige Verbindung mit dem Papier. Sein Tastgefühl schätzt dessen Rauheit, die Glätte der vorgedruckten Kreise, das Gleiten der Farben darüber hin. Wenn altgewordene Künstler die Erregungen ihrer vitalen Jahre aufgeben und sich der Meditation zuwenden, sind sie oft Missdeutungen ausgesetzt. Die intellektuelle Kritik, die Miró zu den schlimmsten Feinden der Menschheit zählt, wirft den Greisen gern Sterilität vor. In Wirklichkeit haben sich nur andere Probleme eingefunden. Hier zum Beispiel ersetzt ein Kreis Mirós frühere vibrierende Zeichen für Kampf, Liebe und Tod.
Im Kreis ist alles eingeschlossen. Er ist das Symbol der Vollendung, der Ruhe, der Weisheit. Die Hand, die sich ihm nähert, tut es mit Vorsicht. Viele Kritiker haben sich durch intensive Beschäftigung mit einem Maler ihr eigenes Bild von ihm gemacht. Einer radikalen Wandlung ihres Malers folgen sie nur zögernd und ungern. Darin liegen die Ursachen ihres Unbehagens und ihrer oft ungeduldigen Kritik. Sie können die ihnen unbegreiflichen Wandlungen nicht nachvollziehen. Glücklicherweise können sie sie auch nicht aufhalten. Nach seiner Epoche der Zerstörung der Malerei beginnt Miró die Zeit seiner surrealistischen Meisterschaft. Er verzichtet auf den Verismus eines Max Ernst, den er schätzt, und eines Dalí, den er verachtet. Dabei bleibt er durchaus dem Gegenstand treu. Die reine Abstraktion ist nicht seine Sache. Er setzt Zeichen. Noch erkennt man die große Dame, aber eigentlich ist sie nur ein Zeichen dafür. In seinen Unterschriften trifft er sich mit Klee, Hund, den Mond anbellend. Tänzerin beim Anhören des Orgelspiels in einer gotischen Kathedrale. Der Titel soll nicht von uns überprüft werden, er soll eine Assoziation auslösen. Die Spannung zwischen Bild und Titel soll Heiterkeit provozieren. Hier darf gelacht werden. Auch diese Mondäne ist von einer erheiternden Dämonie. Langsam setzen die Dämonen zum Angriff auf Mirós Werk an. Selbst ein Stillleben beginnt unheimlich zu werden. Vor vielen Jahrtausenden lebten die Menschen mit ihren Dämonen zusammen. Mit den Naturgewalten, die sie personifizierten. Mit wilden, ungezügelten Gefühlen. Später verdrängten sie sie ins Unbewusste. Miró durchstöbert dieses Unbewusste nach Zeichen, Requisiten, Urbildern. Seine Heiterkeit und sein Humor werden immer wieder unterbrochen von langen Phasen der Angst und der Unruhe. Die aufgestöberten Dämonen lassen ihn nicht zufrieden und er kann sich ihrer nur erwehren, indem er sie bannt. Er malt sie. Manchmal steigt er ins Reich der Mütter, aber er findet grässliche Zwitter aus Insekten, Verdammten und Albträumen. Er malt diese Bilder zur gleichen Zeit, in der Picasso seine Deformationen unter hypnotischem Zwang aufzeichnet, als Ahnung des Kommenden, der spanische Bürgerkrieg, der Zweite Weltkrieg, die Gegenwart mit all dem Grauen in Afrika und Asien. Die beiden genialen Spanier ahnen vor 30 Jahren die furchtbare Verhöhnung des Menschen und stellen sie dar. Miró, der Zurückhaltende und Höfliche, wird den grausamsten Bildern ausgeliefert. Als die vorgeschaute Wahrheit eintritt, hat er glücklicherweise wieder seine Heiterkeit gefunden, die sich nun von der Welt abwendet. Es beginnt die Zeit seiner astralen Zeichen, seiner kosmischen Visionen, seiner sternenhaften Leinwände. Aber wieder vermeidet er es sorgfältig, astronomische Anekdoten zu erzählen. Seine Planetenbahnen kreisen ja in ihm, in seinem Blut, in seinen Atomen. Er trägt den Himmel in sich und will mit seinen Bildern davon Mitteilung machen. Uns darauf hinweisen, dass auch wir einen ganzen gesternten Himmel in uns haben. Und dass es für den Menschen besser wäre, ihn zu suchen und zu erforschen, als den anderen Himmel, den über ihn gewölbten. Jatak, ruft Miró, ehe er eine neue Kupferplatte angeht. Ich greife an, um alle goldenen Funken meiner Seele genau auszudrücken. Es ist Montagmorgen in Paris. Miró hat die Nachtmaschine von Mallorca genommen, um pünktlich in der Druckerei Max zu sein. Jede neue Arbeit, die er beginnt, ist eine Schlacht, deren Ausgang lange offen bleibt. Miró lebt ganz aus dem Zentrum der Dinge. Er identifiziert sich mit dem Kupfer, ehe er die glatte, abweisende Oberfläche mit seinem Stichel aufreißt. Diese Kupferplatte ist ihm der Spiegel eines Brunnens, auf dessen Grund die Zeichen seit Jahrmillionen liegen. Er holt sie herauf.
Während die Spuren seines Kampfes seine Finger vergolden, bedeckt sich das Schlachtfeld mit einem immer dichter werdenden Netz von Linien. Miro nähert sich immer mehr seiner Vision, zwingt sie in das Gitterwerk seiner Messerschnitte, umkreist sie und verwirklicht sie. Die Spuren seines Kampfes zeichnen sein Gesicht. Mit äußerster Präzision hat er den Verlauf eines inneren Monologs notiert. Auf dem Höhepunkt arbeitete er halluzinativ. Da Miro nichts dem Zufall überlässt, überwacht er auch die Ätzung seiner Platte im Säurebad. Es bereitet ihm großes Vergnügen, zuzusehen, wie nun, nach seiner eigenen Attacke, die Säure das Metall angreift. Wie es die Schnittstellen anfrisst, sie vernarbt, einschmilzt, das Kupfer verfärbt. Miro und sein Drucker wohnen einer Beschwörung bei. Die Elemente sind die Zauberer, die den magischen Akt der künstlerischen Zeugung vollenden. Was vor unendlichen Zeiten als magische Zeichen verwendet und dann im Unbewussten gelagert wurde, wird nun sichtbar. Erinnerungen an Dämonen, Masken, Götter, Fruchtbarkeits- und Beschwörungssymbole. Miro liebt das Spiel, was aber nicht einen Augenblick lang seinen Ernst entkräften könnte. Und am meisten liebt er das Spiel mit seinem Namen. In seinem Namen ist vieles verborgen. Miro, Stern, Blume, Frau, Hieroglyphe, Sonne, Leben, Strahlen, Dämonen. All das variiert er unendliche Male in seiner Kalligraphie. Nach jeder Arbeit verharrt Miro lange in der herrlichen Erschöpfung, die jeder Selbstentäußerung folgt. Er hat sich von seiner Vision befreit. Und wenn er jetzt seine Blicke erhebt, dann bemerkt er nicht die Bilder, die herumstehen, sondern eine neue Vision. Wir aber werfen einen Blick auf die Bilder seiner Spätzeit, auf denen er seinen Reichtum bis zur Kargheit diszipliniert. Wo noch vor wenigen Jahren eine Fülle von Figuren, Zeichen und Symbolen wimmelte, da gibt es nun eine Linie, ein paar Flecken, einige Striche. Es ist Dienstagabend in einem Vorort von Paris. Miro macht einen seiner seltenen Besuche. Der Sohn seines Freundes Artigas ist einer seiner engsten Mitarbeiter. Ein Bildhauer, der Miros Modelle in große Plastiken umsetzt und der Miros Kachelwände montiert. Der junge Artigas hat eine japanische Frau, deren Züge Miro an den unglaublichen Erfolg seiner letzten Ausstellung in Tokio erinnern. Seine Kunst der Zeichen entspricht sehr genau der japanischen Vorstellung von Malerei. Sie, die großen Meister der Kalligraphie, verstehen Miros Bilder intuitiv und lesen sie wie ein Buch. Giacometti, der gern zusah, wenn Miro arbeitete, sagte einmal: "Für mich ist Miro der Inbegriff der Freiheit. Etwas Luftigeres, Leichteres, Gelösteres als alles, was ich je gesehen habe. In mancher Hinsicht ist er vollkommen. Miro kann keinen Punkt, keinen Strich setzen, ohne dass er am richtigen Platz wäre." Miro denkt: "Wenn heute meine jungen Zeitgenossen kämpfen, weil sie im Elend sind, hören sie mit dem Kampf auf, sobald sie ihre Geldbeutel ins Gleichgewicht gebracht haben. Die Großen setzen dagegen ihr Ringen bis zum letzten Atemzug fort. Sie entwickeln sich und wachsen im gleichen Maße, wie ihr Leben fortschreitet."
Miro spielt ein Spiel, in dem er dem Zufall zu schmeicheln scheint. Manche Beobachter werden fragen, was hat das noch mit Kunst zu tun? Die Antwort: alles. Das fertige Blatt im Kopf präpariert Miro ein halbes Dutzend Platten, die später übereinander gedruckt werden. Und was hier wie Zufall aussieht, folgt einem genauen Plan. Von diesem bewussten Schöpfen Miros aus den Quellen des Unbewussten profitierten viele der modernen Maler, allen voran der genialische Jackson Pollock. Und so sehen dann die übereinander gedruckten Platten aus. Nach den Anweisungen Miros färbt der Druckermeister eine radierte Platte ein. Bei Radierungen kann er die verschiedenen Farben nebeneinander setzen. Miro misst dem Handwerklichen große Bedeutung zu und er achtet die Meister, die seine Platten weiter behandeln, wie seinesgleichen. Seine Höflichkeit ist ohne Stolz, zurückhaltend, von zarter Entschiedenheit. Er spart nicht mit Lob. Aber er würde auch die geringste Abweichung von seinen Absichten bemerken und korrigieren. Miro war, trotz mancher hämischen Kritik in den 20er Jahren, eigentlich von Anfang an ein hochgeschätzter und entsprechend honorierter Künstler. Seine Bilder fanden früh ihren Weg in die erlesenen Privatsammlungen und Museen. Populär wurde er aber erst nach dem Zweiten Weltkrieg. Er hatte sich Aimé Mack zum Kunsthändler genommen und viele grafische Blätter gemacht. Nun konnten sich auch Sammler mit bescheidenen Einkünften ihren Miro kaufen. Mack trieb die mechanische Vervielfältigung auf das höchste drucktechnische Niveau. Die Auflagen von Miros Blättern stiegen in ungeahnte Höhen. Miro hat eine große Freude an technischen Dingen. Die große Druckmaschine ist ihm keineswegs ein Moloch, sondern ein vergnügliches Vehikel, auf dem seine Kunst tausendfach in die Welt hinausfährt. Zugleich mit der weltweiten Verbreitung seiner Druckgrafik wurde Miro ein wohlhabender Mann, um es mit seinem eigenen Understatement auszudrücken. Aber das Geld bedeutet ihm nicht viel, seitdem er sein großes Atelier damit bauen konnte. Seine Ansprüche sind gering. Jede seiner Signaturen gleicht der Gegenzeichnung eines Schecks. Außer den Franzosen sind es vor allem die Amerikaner, die ihr Verständnis moderner Kunst gern mit Miros dokumentieren. Und das ist Aimé Mack, der Kunsthändler, der dem Künstler Miro die großartigsten Möglichkeiten bot, wie wir bald schon in den Gärten von Saint-Paul-de-Vence sehen werden. Nur in einem Land ist Miro noch immer nicht gefragt, in seiner Heimat in Katalonien. Er legt Wert darauf, ein Katalane genannt zu werden und nicht etwa ein Spanier. Man belästigt ihn keineswegs, aber man kümmert sich auch nicht um ihn. Offiziell, versteht sich. Die Jugend und die Künstler verehren ihn als einen der Großen, jedenfalls als den größten spanischen Maler der Gegenwart, neben Picasso, dem Andalusier. Es ist deswegen nur natürlich, dass er sich auch mit jeder Signatur in die Ewigkeit einschreibt.
Er schreibt seinen Namen mit jener zierlichen Akkuratesse, die auch sein Leben auszeichnet. Er, der Dompteur der Chimären, Unholde, Triebe, Dämonen, erlaubt sich privat keine Extravaganzen. Er gleicht genau seiner Signatur. Mittwochmorgen in Paris. Wenn Miro auch die poetischen Funde seines Unbewussten mit höchster Kunst in die Zweidimensionalität seiner Bilder unterbringen kann, so zieht es ihn schon seit langem auch zur dritten Dimension. Schon 1922 entstanden seine ersten Plastiken. Der Anstoß zu seinen plastischen Erfindungen sind meist Funde, sogenannte Objets trouvés, die er mit Vorliebe am Strand aufliest. Hier ist es ein von den Wellen deformierter Plastikdeckel einer Weinflasche. Miro zögert nie, die extremsten Dinge nebeneinander zu stellen und sie nach eingehender Prüfung als gleich schön zu empfinden. Also etwa die Mona Lisa neben eine verbeulte Konservenbüchse, den Apoll von Belvedere neben einen Stierschädel. Seine extreme Sensibilität reagiert auf Formen, Flächen, Farben, Deformationen, Metamorphosen. Die Verwandlung von Bekanntem in Unbekanntes, die Geheimnisse unter einer glatten Oberfläche, die Abgründe hinter den schönen Zügen. Sie sind es, die ihn faszinieren und seine künstlerischen Prozesse auslösen. Nicht der ästhetische Reiz der Dinge. Miro am Freitagvormittag in Vence, vor dem keramischen Ei, das er für den Garten seines Kunsthändlers schuf. Dieser Garten umgibt das Museum, die Fondation Mack, mit der sich der Kunsthändler sein eigenes Denkmal errichtete. Ein großartiger Bau mit vielen der besten Kunstwerke der Moderne und mit Miros Garten. Miro ist der unbeschränkte Herr dieses Gartens. Er macht von den angebotenen Möglichkeiten den üppigsten Gebrauch. Da seine eigentliche Liebe der Keramik gehört, der Kunst Spaniens, zieht er keramische Plastiken allen anderen vor. Seit über 50 Jahren ist er mit einem der größten Meister keramischer Glasier- und Brennkunst befreundet, dem Katalonier Artigas. Mit Vater und Sohn Artigas legt er in zahllosen Gesprächen die technischen Einzelheiten fest. Er geht mit der gewohnten Genauigkeit vor. Dem plötzlichen Einfall folgen zahllose Skizzen, technische Details, Fragen des Materials. Schon sieht er das Ganze und er übersieht dabei, bei aller Bescheidenheit, keineswegs, dass dieser Garten den Namen Miro in überlebensgroßen Buchstaben in die Kunstgeschichte schreiben wird. Und in die Geschichte der französischen Gärten, deren großartigstes Kapitel Ludwig XIV. Schreiben ließ. Der riesige Torbogen aus Zement ist der mythische Bogen des Mittelmeers. Er steht für Kreta und Minotauros, für Corrida und Picasso. Auf seinem Rücken die Hörner des Stiers. Über Miros Kopf sein Totem der Ernte, der Äcker, der Fruchtbarkeit. Die originellste Plastik in Miros Garten ist eine Frau, eine auf wesentliche Zeichen reduzierte Muttergottheit des Mittelmeers. Ihr Geschlecht ist der Panzer einer Seeschildkröte.
Der Schauplatz, auf dem sich Miros plastische Entwürfe in feste Terrakotten verwandeln, heißt Galifa, 40 Kilometer nordwestlich von Barcelona. Hier bewahrt Artigas die uralten Rezepte der Töpferkunst auf, vor allem die des Scharffeuerbrandes. Artigas verschließt den Ofen. Die glasierten Stücke werden einem kurzen, sehr heißen Brand ausgesetzt. Der ganze Vorgang bewahrt viel Magie auf. Wenn man genau hinsieht, stehen die Phönizier und Griechen neben dem Ofen des Artigas. Sie beobachten die Hochzeit von Erde und Feuer. Die Selbstlosigkeit, mit der sich Artigas der Kunst Miros verpflichtet hat, ist doppelt bewunderungswürdig. Denn die klassischen Vasen, die Artigas selbst brennt, sind Meisterwerke wie die chinesischen Vasen der Tang-Zeit. Die Kenner sammeln sie zwischen Paris und Tokio. Miro arbeitet gern in der Abgelegenheit von Galifa. Hier fühlt er sich wohler als in Paris. Hier bemalte er die berühmte Keramikwand, die im Hof der Pariser UNESCO steht. Artigas brannte sie. Sie enthält alle Schönheit der Miroschen Kunst. Seine optimistischen Zeichen, die harmonischen Gesetze des Lebens, der Erde und des Weltalls. Die Farben sind von äußerster Einfachheit. Rot steht für Feuer und Sonne, Blau für Himmel, Schwarz für Nacht. Alles ist kurz und bündig gesagt, auf das Wesentliche reduziert. Und noch eine berühmte Keramikwand entstand in Galifa. Hier wird sie gerade im Museum of Modern Art in New York montiert. Auch sie spiegelt die Harmonie wider und die Sparsamkeit, die Miros Spätwerk kennzeichnet. Artigas brannte die Kacheln so, dass ihre Oberfläche lebendig scheint, von feiner Struktur, körnig. Nicht nur dem Auge gewidmet, sondern auch dem Tastgefühl, den Fingerspitzen. Das Ganze ist eine Beschwörung der unsichtbaren Wirklichkeit, die für Miro die wahre Wirklichkeit der Dinge ist. Während in New York der junge Artigas die Montage beendet, bereitet sich Paris auf eine Ausstellung mit Miros Werken vor. Es ist Samstagnachmittag. Miro hat einen Anzug an, in dem er sich nicht wohlfühlt, den er aber für angemessen hält, um den Strapazen der Eröffnung zu trotzen. Er hasst diese Vernissagen. Früher hat er einmal gesagt, das Schlimmste, das uns widerfahren kann, ist der Fehler, uns unter die Menge zu mischen und ihr zu schmeicheln, indem wir ihr gemeine Witze erzählen. Die heutigen Führer, die sich anheischig machen, die Welt wiederherzustellen, werden unsere letzten Erfrischungsbrunnen vergiften. Während sie von Adel und Überlieferung oder im Gegenteil von Revolution und Proletarierparadies reden, sehen wir sie ihren Bauch mästen und ihre Seele verfetten. Und daran hat sich wenig genug geändert. Juan Miró, 75-jährig,
geht durch seine Ausstellung und liest an seinen Bildern die Stationen seines Lebens ab. Mozart beschwört die Liebe herauf, mit seiner Reinheit, seiner Großzügigkeit und der Schlichtheit seiner Liebe. Bach gibt mir großartigen Architekturunterricht. Sie verhelfen uns dazu, dass wir unter so viel Niedrigem und Gemeinem leben können. In diesem letzten Satz liegt auch der Sinn der Malerei Juan Miró's.